Hallo, liebe Schachfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid für drei neue Taktikaufgaben aus Schach 960 Partien. Die leichte Aufgabe entsteht aus dieser Stellung. Hier hat Weiß soeben Springer B3 gezogen und den Bauern C5 angegriffen und Schwarz dachte B7, B6 wäre genauso gleichwertig wie D7, D6, aber B6 ist ein Fehler gewesen. Die Frage lautet also, was ist hier der stärkste Zug für Weiß, der Material gewinnt? Für die mittelschwere Aufgabe habe ich mir diese Stellung herausgesucht. Weiß hat hier soeben G2, G4 gespielt, aber einen taktischen Trick von Schwarz dabei übersehen. Wie lautet hier also die beste Fortsetzung für Schwarz? Ich denke, das ist für einen halbwegs routinierten Turnierspieler keine große Schwierigkeit. Und die dritte, die schwierige Aufgabe, entsteht aus dieser Stellung. Hier hat Weiß sehr bedrohlich seine Leichtfiguren aufgestellt, die hier im Verbund mit der weißen Dame dem schwarzen König zu Leibe rücken wollen. Und prompt geschah auch hier schon Springer schlägt G7. Schwarz muss nun sehr umsichtig agieren. Die Stellung sieht tatsächlich bedrohlich aus, aber es gibt durchaus eine gute und völlig ausreichende Verteidigung, sodass Schwarz weiterhin im Spiel bleibt. Die Frage lautet also hier, wie ist hier die beste Fortsetzung für Schwarz? Und damit sind wir schon bei den Lösungen. B6 ist ein Fehler, weil die Dame im Eck nun exponiert ist. Und Weiß kann das ausnutzen mit Läufer E4. Ja, dieser Läufer ist natürlich gedeckt vom Springer G3, er greift die Dame an. Schwarz kann von Glück reden, dass er hier mit D7, D5 antworten kann und muss, um nicht die Dame zu verlieren. So geht nur ein Bauer verloren, denn nach Läufer schlägt D5 hat Schwarz Läufer C6 zur Verfügung. Dennoch natürlich eine ärgerliche Sache, wenn man auf diese Weise einen wichtigen Zentrumsbauern verliert. Ich denke, die mittelschwere Aufgabe habt ihr alle auch lösen können. Bei genauem Hinsehen wird klar, dass hier Springer schlägt C4 möglich ist. Das ist ein einfacher Bauerngewinn für Schwarz, denn Dame schlägt C4 darf sich Weiß nicht erlauben. Hierauf würde Läufer A6 kommen. Und die Dame würde verloren gehen, denn der Läufer auf A6 ist natürlich gedeckt. Und damit sind wir schon wieder bei der schwierigen Aufgabe. Was sind hier die Kandidatenzüge für Schwarz? Natürlich König schlägt G7 und auch Springer H4. Aber diese beiden Züge hat Weiß natürlich auch durchgerechnet, bevor er auf G7 genommen hatte. Und König G7 geht natürlich nicht wegen Springer F5 Schach, König G8, Läufer schlägt F6, es droht Matt auf H6 und nach E schlägt F6 und Dame F6 ist das Matt entweder auf H6 oder auf G7 nicht mehr abzuwehren. So geht es also nicht. Ebenso ist Springer H4 nicht die richtige Fortsetzung. Das war übrigens die Partiefortsetzung. Hier kann Weiß auch mit Läufer schlägt F6 antworten. Die schwarze Königsstellung wird geschwächt. Es droht natürlich Läufer H4 und auch eine Fortsetzung des Mattangriffs mit Abzügen des weißen Springers. E schlägt F6 wäre die einzige Fortsetzung, die Weiß präzise durchrechnen müsste. Nach Dame schlägt F6 kann die weiße Dame aber nicht unmittelbar wieder angegriffen werden. Dame E7 geht natürlich nicht, weil die Dame ungedeckt wäre. Nach Springer G6 kommt Springer F5. Und dieses Mattbild haben wir schon gesehen, das ist für Schwarz schon nicht mehr zu verhindern. Dame D7, das war die Partiefortsetzung, das war etwas besser, aber es kommt Turm schlägt C4 und der weiße Angriff ist nicht mehr zu stoppen. Dame D8 und Dame H6 und Schwarz musste die Partie aufgeben, denn es droht Turm H4.
Und nach Springer G6 geht diesmal Springer H5. Und wieder ist das Matt nicht mehr vernünftig zu verhindern. Aber es gibt sogar zwei Fortsetzungen, die locker zum Ausgleich ausreichen für Schwarz. Und die einfachste ist hier Springer schlägt D5. Und die Stellung ist verblüffenderweise wirklich ganz einfach zu verteidigen. Spielen wir hier zum Beispiel Springer Hf5, so geht ganz einfach Springer C3 und nach Dame C3, zum Beispiel Dame B4, aber es geht auch ganz einfach D5, denn Weiß droht überhaupt kein Matt auf H6, der König hätte auf H8 noch ein Fluchtfeld. Nach D5 plant Schwarz mit Läufer E5, sich auf der wichtigen langen Diagonale dazwischen zu stellen und alle Angriffsideen von Weiß abzublocken. Die Stellung ist nach D5 tatsächlich etwa ausgeglichen. Spielt Weiß nach Springer D5 Springer G nach F5, so droht zwar Matt auf H6, aber das kann Schwarz abwehren. Einerseits mit E5, aber es geht auch mit F6, B schlägt C4, Springer C3, Dame C3 und E6 zum Beispiel. Und Weiß hat keine Fortsetzung zur Hand, die dem Schwarzen gefährlich werden könnte. Und Schwarz hätte statt Springer D5 sogar noch eine zweite Möglichkeit, um sich ordentlich zu verteidigen, und das wäre Springer G4 gewesen, mit ähnlichen Ideen wie den gerade eben gezeigten. Aber warum sollte man so spielen, wenn Springer schlägt D5 funktioniert? Fazit also, Schwarz kann sich leicht verteidigen, er darf bloß das angebotene Figurenopfer nicht annehmen. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mitzuraten. So schwer waren die Aufgaben heute nicht, denke ich. In einer Woche geht es weiter mit drei weiteren Taktikaufgaben. Bis dahin also, ciao!